Willkommen auf dem Dach der HTW. Mein Name ist Martin Löffler-Mann und ich bin Professor im Studiengang Mechatronik-Sensortechnik. Meine Lehre mache ich überwiegend in den Modulen Optik, Sensorik, Lasermesstechnik, Astronomie und erfolgreich studieren. Vieles davon passiert in eigenverantwortlichen Teamprojekten der Studierenden. Ich bin außerdem International Coordinator und in dieser Funktion bin ich zuständig für die Erasmus-Aktivitäten der Studierenden. Daneben bin ich mitverantwortlich für die Summer School Engineering Visions. Und schließlich bin ich auch Forscher. Im Labor für optische Mess- und Lasertechnik binde ich Studierende in meine Forschungsprojekte ein. Wir entwickeln dabei umweltrelevante Sensoren, zum Beispiel für Regen, Schnee und Licht. Und auch dieser Hagelsensor ist dort entstanden, eine Erfolgsgeschichte, weil von diesem Hagelsensor sind 100 Stück in der Schweiz installiert. Dafür habe ich eine Firma mitgegründet, die Dimeto GmbH in Saarbrücken. Dimeto ist so ein Brückenschlag von der Hochschule in den Markt und es arbeiten dort überwiegend Studierende und Absolventen der HTW Saar. Dieser Dreiklang aus Lehre, Internationalisierung und Forschung ist das, was meine Tätigkeit mit und für Studierende an der HTW zum tollsten Beruf macht, den ich mir vorstellen kann.